einmal die mechanische Funktionsweise der Stoppmatik. Hier haben wir den Hebel der Füßchen, des Füßchenhebers. Hier diese kleine Nase greift in den Mechanismus. Das Heben des Füßchenmechanismus löst über diese kleine Nase hier den Stoppmatik-Automatismus aus. Hier dieses Klick. Ich zeige hier noch einmal den Bereich oben im Seilzug der Stoppmatik. Klick, einmal heben. Ist eigentlich überhaupt keine Zauberei, was daran so besonders sein soll. Naja, gut. Aber immerhin, Stoppmatik funktioniert, zeige ich auch später nochmal. Anhand meiner 262 Automatik. Automatik ist momentan ausgebaut, da ich die komplette Einstellung noch machen muss. Über diesen Seilzug wird der Impuls weitergegeben, unten an die elektrische Abteilung. Ja, hier nochmal die Maschine von unten. Hier kommt der Stoppmatik-Seilzug unten aus der Maschine raus, läuft hier in den Schaltkasten, wo der Motor angeschlossen ist, von der einen Seite und von der anderen Seite die Versorgungsleitung reingeht. Ja, hier ist der Seilzug fixiert. Ich löse jetzt einmal die Stoppmatik aus. Klick. Ganz banal. Einmal ausgelöst. Hier wird der Kontakt aktiviert. Wie man sieht, angeschlossen sind diese beiden, das zeige ich euch dann nochmal auf dem Foto, an den großen Kondensator. Das sind diese beiden braunen Leitungen hier, die hier rauskommen, sind hier fixiert. Funktion unter Strom, das heißt, also die Maschine ist angeschlossen. Diese Stoppmatik-Funktion ist nichts anderes als das Zusammenspiel des Füßchenhebels hier mit der Nadelstange. Das heißt, die Kopplung, die ich gezeigt habe über den Seilzug, ist gekoppelt mit der Elektrik, die ein Nadelstange in die höchste Position fährt. Okay, ich hebe, also es gibt Füßchen runter, Füßchen hoch. Hier sehen wir wieder, diese Nase greift hier in diese Stoppmatik-Vorrichtung. Die Nadelstange ist schon komplett um. Nächste Stufe ist Auslösen der Stoppmatik-Funktion. Und dann fährt die Nadelstange in die höchste Position. Ich zeige es nochmal. Hier Nadelstange unten. Ich aktiviere die Stoppmatik-Funktion und die Nadelstange fährt automatisch nach oben. Nochmal Nadelstange unten. Ich hebe das Füßchen. Ich aktiviere die Stoppmatik-Funktion und die Nadelstange fährt automatisch hoch. Ist jetzt hier keine Nadel drin, da die Maschine noch kein korrektes Timing hat. Aber da ich sie gerade auseinandergebaut hatte, dachte ich, ich kann es euch mal gut zeigen. Mir fehlt auch noch gerade Spannung. Ich habe noch viel zu tun. Okay.